Hallo, ich bin Galina. Ich werde Ihnen erklären, wie man eine Ente im Backofen zart und saftig zubereitet. Dazu benötigen Sie eine Ente, Salz, Pfeffer, Curry, Paprika und eine Zwiebel, 2 Esslöffel Honig, Butter oder Margarine. Waschen Sie zunächst die Ente gründlich unter fließendem Wasser ab und trocknen Sie sie danach mit einem Küchenkrepp ab. Jetzt können Sie in einer kleinen Schale das Salz, den Pfeffer, Paprikapulver und Curry verrühren. Mit der Gewürzmischung reiben Sie die Ente gut ein. Schneiden Sie die Zwiebel in Scheiben und verteilen Sie die auf der Ente und um die Ente herum. Geben Sie auch Butter oder Margarinefleckchen auf die Ente obendrauf und um die Ente herum. Backen Sie die Ente im Backofen zunächst bei 150 Grad, so lange, bis die außen knusprig ist. Die Ente braucht ungefähr 2 Stunden. Wenden Sie die Ente alle 15 Minuten von einer Seite zu der anderen und gießen Sie den Sud obendrauf. Danach bestreichen Sie die Ente mit dem Honig. Stellen den Backofen auf Grill und auf 180 Grad und lassen Sie ca. 10 Minuten grillen. Danach können Sie die Ente tranchieren und servieren. Bon Appetit!